Es gibt noch eine andere spezielle Gruppe beim Wandern, die beschreibe ich mal anhand von einer Geschichte, die ich vor ein paar Jahren erlebt habe mit Peter Müller. Peter Müller, ich weiß nicht, ist das hier noch ein Begriff? Ex-Ministerpräsident des Saarlands, ja, ist jetzt mittlerweile in Karlsruhe Verfassungsrichter. Und 2009 bin ich mit dem gewandert, 6 Wanderungen in allen Regionen des Saarlands, also so viele gibt es da, 6 Stück. Und diese Wanderungen liefen immer gleich ab, ja, der Ministerpräsident und Wanderantrag vorne an, die Journalisten machten Fotos, dann fuhren die Journalisten nach Hause, dann 3-4 Kilometer gewandert und irgendwann stieß mich Peter Müller dann an und sagte, Herr Andrack, nach 3-4 Kilometern, ich bin wieder total unterhopft. Ja. Und das war mir so einleuchtend, dass man als Wanderer natürlich nach einer gewissen Zeit der Bewegung unterhopft ist. Ja. Und das war dann natürlich auf so einer Wanderung mit dem Ministerpräsidenten alles organisiert. Da stand dann nach 5 Kilometern eine Bierbude und ein Kinderchor, der hat gesungen dann, ja, das Wandern ist des Müllers Lust, haha, ja. Und dann konnte man was gegen die Unterhopfung tun. Und ich wandere wirklich immer sehr gerne mit Wanderern, die so nach diesem Motto wandern, Berge von unten, Kirchen von außen, Kneipen von innen. Ja? Das sind ganz klare Prioritäten. Ja? Und dann sitzt man mit denen in der Kneipe und dann kommen so geile Sprüche wie 5 Bier sind ein Schnitzel und du hast noch nichts getrunken. Ja? Und das finde ich einfach herrlich. Das Schlimmste ist natürlich, was diesen unterhopften Wanderern passieren kann, wenn sie wirklich die Zunge schon an den Knien hängen haben und dann freut man sich auf die Einkehr und dann ist Ruhetag. Ja? Oder Betriebsferien oder wie hier, das habe ich in Niedersachsen gesehen, dienstags zu. Ja? Dienstags zu, das ist knappes, konkretes, klares Deutsch, ja. Alter, ich bin Tübingen, Europaplatz und dienstags zu. Ja? Einkehr ist das eine, das andere ist natürlich, wenn man mehrere Tage unterwegs ist, es gibt ja viele Wanderer, die machen dann mehrtägige Wandertouren. Wo kehre ich abends ein? Wo übernachte ich? Ja, und da gibt es natürlich Gott sei Dank in Deutschland sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Pensionen und Ferienwohnungen. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das mal aufgefallen ist, die meisten Ferienwohnungen und Pensionen in Deutschland sind nach Frauenvornamen benannt. Ja? Pension Rita, Ferienwohnung Hannelore oder Helga, nie Männernamen. Ja? Und oft, das finde ich das Spannende, kann man auch an diesen Frauennamen so ein bisschen nachfühlen, was das für Frauen sind, was das für Charaktere sind. Ja, also wie hier die Ferienwohnung Edeltraut im Bayerischen Wald. Also Edeltraut stelle ich mir so als rüstige 76-Jährige vor, ein bisschen mollig, ja, aber noch gut drauf, macht regelmäßig Yoga, trinkt gern Pfirsichlikörchen, hört gern Roland Kaiser und sie hat so ein Händchen für, ich sag mal, Innenausstattung, Design, ja. Also sie achtet immer darauf, dass auch das Muster des Bettgestells mit dem Muster der Bettdecke im Einklang ist. Ja? Ganz andere Generation natürlich hier Claudia, gar nie Claudia. Also dieser Name kam ja viel später auf. Ich würde so sagen, das ist meine Generation, also 1965. Und die Claudia ist so, ja, eine Mit-40erin, sehr fesch, ja, Haare schwarz gefärbt, dicken Kajal unter den Augen. Und die geht zu den ganzen Ü40-Partys und lässt dann so mit einem Kaipi nach dem anderen krachen und tanzt zu Aha und die Depeche Mode, ja. Und ich habe bei meinen Wanderungen dann doch, es ist wirklich die absolute Ausnahme von der Regel, absolut, habe ich dann doch noch ein Wanderetablissement gefunden mit einem männlichen Vornamen, Haus Romeo in Österreich. Kann man jetzt darüber streiten, ob die Namenswahl so glücklich ist. Also Julia kommt da auf jeden Fall nicht rein. Aber wenn ich meinen Shakespeare richtig verstanden habe, war Romeo doch eindeutig 100% heterosexuell. Und das ist wirklich ein Gay-Only-Wanderhotel. Ja. Gut, hier in Tübingen ist die Reaktion relativ gelassen darauf. Als ich das in Köln gezeigt habe, hat es so geraschelt im Publikum. Also die haben sich alle die Adresse notiert. Ne? Das ist wirklich wahr, ja.